Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu unserem Video zu Monotonie und Extrempunkte. Zunächst mal wollen wir uns jetzt das Steigungsverhalten des Graphen einer Funktion genauer anschauen. Wie schaut es denn hier für den Graphen der Funktion f aus? Ja, also wenn ich es mir angucke, hier von links, der Graph geht die ganze Zeit hoch, das heißt die Funktionswerte nehmen zu, das heißt die Steigung ist hier positiv. Danach nehmen die Funktionswerte ab. Die Steigung ist negativ. Mhm. Und ab hier nehmen die Funktionswerte wieder zu. Das heißt, die Steigung ist hier positiv, oder? Okay, bei dem, was du gerade erklärt hast, erkenne ich so ein paar Bereiche innerhalb der Funktion und die wollen wir jetzt mal kurz einzeichnen. Okay, wir haben jetzt den Funktionsgraphen in drei Bereiche unterteilt. Warum genau diese drei Bereiche? Ja, die drei Bereiche deswegen, weil im ersten Bereich, da steigt die Funktion und auch im dritten Bereich, da steigt die Funktion auch. Deswegen können wir das auch in denselben Farben, hier blau, einfärben. Okay, und im zweiten Bereich? Im zweiten Bereich fällt die Funktion die ganze Zeit. Das heißt, hier färben wir es in einer anderen Farbe ein. Okay, jetzt haben wir diese drei Bereiche und haben einiges über Steigen und Fallen gesprochen. Steigen und Fallen hängt ja immer mit der Ableitung zusammen. Was gilt denn für die Ableitung in diesen drei Bereichen? Ja gut, wir haben gelernt, wenn die Funktion oder die Kraftfunktion steigt, dann ist die Ableitung größer 0. Das kann ich auch mal hinschreiben, oder? Also f' von x ist größer als 0 und das gilt dann natürlich nicht nur in diesem ersten Bereich, sondern das gilt auch im dritten Bereich. Ja gut, klar. Dritten gilt es natürlich auch. Okay, und da kommt jetzt ein neuer Begriff dazu, nämlich wenn die Ableitung die ganze Zeit größer als 0 ist, das heißt die Funktion die ganze Zeit steigt, dann spricht man von streng monoton steigend in beiden Fällen. Ja, und was gilt für die Ableitung im zweiten, also im mittleren Bereich? Ja gut, das ist einfach, das kann ich direkt hinschreiben. F' von x ist hier halt kleiner 0. Genau, und entsprechend spricht man von streng monoton fallend. Okay, jetzt wollen wir uns noch kurz die Stellen anschauen, wo sich das Monotonieverhalten ändert, nämlich hier und hier. Was gilt denn an diesen Stellen für die Ableitung? Ach so, ja gut, für die Ableitung, die wechselt hier von größer 0 auf kleiner 0. Das heißt, sie muss hier einen kleinen Moment gleich 0 sein an der Stelle. Und bei der zweiten Stelle? Hier wechselt sie von kleiner 0 auf größer 0. Das heißt, sie muss kurz an dieser Stelle gleich 0 sein. Okay, und solche Stellen, wo sich das Monotonieverhalten ändert, die nennen wir Extrempunkte. Und zwar, um genauer zu sein, haben wir links einen Hochpunkt. Den markieren wir uns jetzt mit einem H dazu. Hochpunkte haben wir immer dann, wenn es erst steigt und dann fällt. Und an der zweiten Stelle einen Tiefpunkt. Markieren wir uns mit einem Kreuz und einem T. Und die haben wir immer dann, wenn die Funktion fällt und danach steigt. Okay, dann schreiben wir uns dazu erstmal noch ein bisschen allgemein was auf. So, dieses Mal haben wir zwei Kästen. Im ersten steht der Monotoniesatz. Der lautet, ist f' von x größer 0? So ist die Funktion f streng monoton steigend. Und äquivalent dazu ist f' von x kleiner 0. So ist die Funktion f streng monoton fallend. Gut, das war im Prinzip nochmal eine Zusammenfassung von dem, was wir uns gerade angeschaut hatten. Hier unten jetzt ist in vier Schritten ein Verfahren beschrieben, mit dem man dieses Monotonieverhalten bestimmen kann und gleichzeitig auch die Extrempunkte angeben kann. Das Verfahren sagt euch jetzt, so wie es hier dran steht, noch nichts. Übernehmt aber trotzdem mal beide Kästen ins Heft. Wir schauen uns dieses Verfahren jetzt gleich an einer Beispielaufgabe Schritt für Schritt an. So, kommen wir zur Aufgabe. Bestimme für die Funktion f von x gleich x hoch 3 minus 6x² plus 3 alle Intervalle, in denen f streng monoton steigend bzw. fallend ist und bestimme die Extrempunkte. Wir haben jetzt hier drüben eine Mini-Variante von dem Kasten von gerade eben nochmal hingemacht, welche vier Schritte man nacheinander tun muss. Den müsst ihr nicht nochmal abschreiben, ihr habt ihn ja direkt drüber stehen. Hoffentlich. Und wir haben das jetzt hier eben zur Orientierung. Okay, wie fangen wir an? Gut, als erstes brauchen wir ja die Ableitung. Also um die überhaupt null setzen zu können, brauchen wir sie erstmal. Das heißt, von der Funktion bilden wir jetzt erstmal die Ableitung. Oder eigentlich könnt ihr das auch machen. Macht ihr das mal. Und die Lösung der Ableitung gibt es in 3. 2, 1. Gut, die Ableitung solltet ihr ja hinbekommen haben. F' von x ist 3x² minus 12x. Okay, jetzt machen wir die Schritte nacheinander durch. Beginnen wir mit Schritt 1. Wir wollen die erste Ableitung gleich 0 setzen, also 3x² minus 12x gleich 0.
So, und bevor jetzt die ersten loslegen und sagen, oh, hier quadratische Gleichung, da machen wir jetzt Mitternachtsformel oder die PQ-Formel, was können wir denn machen, um ein bisschen geschickter vorzugehen? Ja gut, wir sehen hier in beiden Summanden ist ein x drin und nicht nur ein x, sondern... Ah, wenn ich mal schaue, hier haben wir 3x quasi als Faktor im 3x² drin stecken und 3 steckt auch als Faktor in der 12. Das heißt, wir können 3x ausklammern. Probiert es doch gerade mal, 3x auszuklammern, überlegt euch, was bleibt in der Klammer stehen und macht das Ganze wieder zur Nullgleichung. Die Lösung dafür? In 3, 2, 1. Okay, die 3x haben wir ausgeklammert. Was bleibt übrig? 3x² geteilt durch 3x, da bleibt einfach nur ein x übrig, haben wir hier drin stehen. Und minus 12x geteilt durch 3x, da bleibt nur noch ein 4. Wichtig, das Minus bleibt auch. Und jetzt haben wir hier zwei Faktoren und das Ganze ist gleich 0. Gut, wenn wir zwei Faktoren haben, da gibt es ja den Satz vom Nullprodukt. Also das heißt, wenn ein Faktor 0 ist, dann ist auch das gesamte Produkt 0. Und deswegen können wir hier ganz leicht die Nullstellen bestimmen. Ja, die können wir einfach ablesen. Und zwar hier vorne bei dem 3x, wann wird das 0? Naja, das wird da 0 für x1 gleich 0. Hier hinten, wann wird der zweite Faktor gleich 0? Naja, wenn in der Klammer insgesamt 0 steht. Und das passiert dann, wenn x gleich 4 ist. Also haben wir x2 gleich 4. Gut, jetzt tragen wir uns diese beiden Nullstellen in einen Zahlenstrahl ein, den wir einfach mal eben schnell skizzieren. So, wir haben hier den Zahlenstrahl eingezeichnet und die beiden Werte, einmal x1 gleich 0 eingezeichnet und jetzt haben wir 4 cm nebendran, das bot sich an, den Wert x2 gleich 4 eingezeichnet. Das passt jetzt auf die Kästchen. Wenn ihr später mal Aufgaben mit sehr großen Werten, müsst ihr nicht so viele Kästchen machen. Dann macht das einfach als Skizze und macht Abstände, wie es euch passt. Ja, klar. Wichtig ist jetzt nur, wegen dieser zwei Nullstellen haben wir jetzt drei Bereiche. Und wir müssen jetzt rausfinden, in diesen drei Bereichen, du gerade anzeigst, ist da die Ableitung größer 0 oder kleiner 0. Um das zu berechnen, nehmen wir jetzt Testwerte. Die Testwerte müssen aus diesen drei Bereichen kommen. Was könnten wir denn nehmen? Na gut, wir wissen ja auf jeden Fall, bei 0 ist es 0. Das heißt, wir brauchen jetzt zwei Werte, die links und rechts davon liegen. Das heißt, als ersten Wert würde ich sagen, wir probieren für minus 1. Als zweiten Wert würde ich sagen, relativ nah daneben, um es leicht zum Einsetzen ist, nehmen wir die 1. Und der dritte Wert muss jetzt in diesem Bereich hier drüben drin liegen. Dann kommen wir auch dem möglichst kleinstmöglichen, also 5, der direkt daneben liegt. So, und für diese drei Werte, minus 1, 1 und 5, die könnt ihr jetzt selber in die erste Ableitung einsetzen und berechnen, was da jeweils als Wert rauskommt. Und die Lösung davon? Gibt es 3, 2, 1. Okay, diese drei Ergebnisse solltet ihr raushaben. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht genauer erläutern, wie man das hier einsetzt. Wenn das nicht so ganz klappt, ist das das falsche Video, um das zu klären. Ja. Gut, was wir jetzt herausfinden müssen, ist die erste Ableitung bei den Testwerten größer 0 und kleiner 0. Ich weiß gar nicht so schwer. Für nicht so schwere Fragen frage ich doch mal dich. Ja, wunderbar. Also der erste Wert, f' von minus 1. Das Ganze lag ja in diesem ersten Intervallbereich rein. 15 kommt raus. Oje, oje. Na, es ist größer 0. Sehr gut, schreibe ich auf. Komm, der zweite. Okay, im zweiten Bereich von 0 bis 4 haben wir den Testwert 1 genommen. Da haben wir minus 9 raus. Ist kleiner 0. Mann, Mann, Mann. Sehr gut. Und im dritten Bereich, rechts von der 4, haben wir die 5 genommen, 15 raus, ist größer 0. Sicher? Sicher. Okay. So, und dieses Verhalten von f' von x tragen wir jetzt auch entsprechend noch oben bei unserem Zahlenstrahl ein, zur besseren Übersicht. Okay, so sieht es aus, wenn es eingezeichnet ist. Jetzt schauen wir uns an, was heißt das denn? Im ersten und im dritten Bereich ist die erste Ableitung größer 0. Das heißt... Kraft der Funktion ist streng monoton steigend. Und im zweiten Bereich ist es kleiner 0? Streng monoton fallend. Gut, jetzt geht es nochmal um diesen speziellen Punkt, nämlich bei x gleich 0. Es steigt erst und fällt dann, das heißt, wir haben einen? Also erst hoch, dann runter, einen Hochpunkt. Gut, und hier drüben fällt es und steigt es? Erst geht es runter, dann hoch, guten Tiefpunkt. Genau, und jetzt schreiben wir uns das Ganze im vierten Schritt noch sauber auf. Okay, das wäre die saubere Art und Weise, das aufzuschreiben. F ist auf den Intervallen von minus unendlich bis 0 und 4 bis unendlich streng monoton steigend und auf dem Intervall von 0 bis 4 streng monoton fallend.
Wichtig ist hier, dieses minus unendlich bis unendlich kommt einfach dazu, weil wir hier links und hier rechts ja keine Beschränkungen haben. Das ist gerade offen. Gut, und die Extrempunkte sollten wir auch noch hinschreiben. Wir haben jetzt hier nur die x-Werte hingeschrieben. Die y-Werte müssen wir auch noch berechnen. Das machen wir mal direkt. Also beim Hochpunkt ist der x-Wert 0. Wenn wir 0 oben in die Funktion einsetzen, also f von 0, gut, 0 hoch 3 ist 0, minus 6 mal 0 im Quadrat ist auch 0, also bleibt einfach nur 3 übrig. Ich schreibe das mal auf. Also haben wir den Hochpunkt 0, 3. Und wie machen wir es beim zweiten? Gut, da haben wir die 4. Wenn wir die 4 da oben einsetzen, das können die, die im Kopf fit sind, jetzt auch gerne im Kopf ausrechnen. Oder man gibt es den Taschenrechner ein. Wir spoilern, es kommt raus, minus 29. Das ist richtig, ja. Gut, und damit wären wir mit dieser Aufgabe durch. Wie gesagt, ein Muster, wie man vorgehen kann. Wir werden dann später im Unterricht ähnliche Aufgaben auch machen, wo ihr dieses Verfahren selber nochmal anwenden könnt. Gut, bis dann. Tschüss. Ciao. Hey, wir sind's nochmal. Und zwar haben wir noch zwei kleine Tipps für euch. Der erste Tipp wäre ein Video, was hervorragend zu dem aktuellen Video passt. Und vielleicht habt ihr ja noch nicht unseren Kanal abonniert, dann würden wir euch empfehlen, macht das, dann werdet ihr immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. So, das war's jetzt aber wirklich. Ciao. Tschüss.